Was ist eigentlich gefährlicher für die Märkte, die US-Notenbank Fed oder die Kriegsgefahr in und um die Ukraine? Diese Frage wollen wir ein bisschen beleuchten, was wirklich der eigentliche Treiber sein könnte und dürfte. Und ein Treiber, das ist völlig klar, ist natürlich die US-Notenbank Fed. Jahrelang hieß es buy the dip, denn die Fed wird uns retten, egal was ist, sie können Geld drucken. Dementsprechend immer ein Sicherheitsnetz unter den Märkten. Aber jetzt ist durch die Inflation und die Notwendigkeit der Politik darauf zu reagieren, nämlich in Gestalt einer ziemlich klaren Order von Joe Biden offenkundig an Jerome Powell: Bekämpfe mir die Inflation, denn sonst fliegt die Hälfte der Amerikaner aus dem Konsum raus. Das wäre eine Katastrophe für die amerikanische Wirtschaft. Also ist die Fed jetzt in einer Position zu sagen, wir müssen etwas tun, auch wenn es weh tut. Und dadurch wird die Fed vom Freund und Helfer der Märkte zum Feind der Märkte. Und wir haben auf der anderen Seite, oder zumindest zur Gefahr der Märkte, und wir haben auf der anderen Seite eben jetzt diese Kriegsgefahr in und um die Ukraine. Und das werde ich dann im zweiten Teil behandeln. Aber schauen wir uns zunächst mal die Lage an. Wir haben ja am letzten Donnerstag eine Inflation von 7,5% gesehen. Wieder mal höher als erwartet die Zahl. Wir sind jetzt auf dem Stand von Februar 1982, also genau vor 40 Jahren. Damals aber waren die Zinsen, die Leitzinsen bei 15%. Wo sind die Zinsen jetzt? 0%. Und das ist natürlich eine gewisse Diskrepanz, wenn wir uns mal die Inflationsberechnung auf anderer Ebene anschauen. Wenn wir etwa mal aus den Verbraucherpreisen einfach die Kategorie Housing rausnehmen und Healthcare rausnehmen, also medizinische Kosten, dann sehen wir, dass die durchschnittliche Inflation für einen amerikanischen Haushalt in einer Großstadt bei 10,0% liegt. Und das ist noch mehr als die offizielle Inflation faktisch hier wiedergibt. Das zeigt den Handlungsdruck auf die Regierenden, auf die Geldpolitiker und diese seltsame Wende von Jerome Powell in dieser hawkischen Wende, die er mit seiner neuen Nominierung gemacht hat, ist nur dadurch erklärbar, dass Joe Biden jetzt eben vor den Midterm-Elections irgendwie das Steuer rumreißen muss, die Inflation nach unten bekommen muss. Jetzt ist es so, der Basiseffekt wird langsam günstiger, allerdings wohl erst ab April, denn bis März letzten Jahres waren die Inflationszahlen sehr niedrig, sodass die Latte eben sehr niedrig liegt. Und wenn dann die Inflationszahlen in diesem Monat reinkommen, dann ist die Steigerung eben immens. Ab April wird sich das ändern. Und dann haben wir die Situation, wie Lance Roberts gezeigt hat, dass selbst wenn die Inflation von Monat zu Monat um 0,5% steigt, dann würden wir in den nächsten 11 Monaten runterkommen auf 6,3%. Das wäre für die Fed natürlich noch kein Sieg, aber sie könnte sagen, seht ihr, die Inflation geht nach unten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation nach unten geht, die ist schon hoch. Nur das ändert nichts daran, dass die Preise etwa günstiger werden. Sie werden so nur etwas weniger schnell noch teurer. Das darf man ja nicht vergessen. Und unten sehen wir, dass in diesem Chart, dass da schon etwas passiert. Das sind die Financial Conditions, die wir hier sehen nach verschiedenen Parametern. Und hier sehen wir, dass ja vor allem die Junkbond-Renditen gestiegen sind, dass die Renditen für US-Staatsanleihen gestiegen sind. Und das zeigt, dass die Financial Conditions sich schon deutlich gestrafft haben. Auch durch den Fall der Aktienmärkte oder durch diesen leichten Abverkauf der Aktienmärkte könnte man sagen, dementsprechend hat die Fed ein Zwischenziel schon erreicht. Wenn wir uns jetzt mal die Real Earnings Yield anschauen im S&P 500, also die realen Dividendenrenditen, also Dividenden minus Inflation, dann sehen wir, da sind wir bei minus 3,2%. Das ist ein All-Time-Low und das zeigt, dass dieses Argument Tina, there is no alternative, natürlich immer hinterfragbarer wird, denn es ist so, würden sich die Aktien aus dem S&P 500 überhaupt nicht bewegen, wäre ja das, was man sicher hat, dann die Dividende, wenn man solche Aktien hält, aber wenn die Dividende eben durch die Inflation stark aufgefressen wird, dann passiert das, nämlich, dass wir eine negative Earnings Yield haben und mit minus 3,2% eben so negativ wie noch nie und das ist eigentlich nicht so toll für die Aktienmärkte, wenn man ehrlich ist. Am Donnerstag, Freitag, nach den Aussagen von James Ballard, der gesagt hat, wir könnten noch die Zinsen anheben zwischen den Sitzungen und jetzt ist für heute ja eine solche Closed Board Meeting anberaumt, da jetzt natürlich die Frage, all das bleibt Spekulation, aber der Druck auf die Fed ist groß, etwas zu tun. Wird hier vielleicht heute die Vorentscheidung gefällt? Wir wissen es nicht, jedenfalls als es das letzte Mal unter solchem Wortlaut eine solche Sitzung gab. Ich hatte es am Freitag
bereits Herr Markerfüßer thematisierte, da gingen dann kurz danach die Zinsen außerplanmäßig nach oben. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage im März. Am 10. März wird die Fed wohl letztmalig oder einer letzten Male nochmal Bonds kaufen, also ihr Quantitative Easing betreiben. Am selben Tag, am 10. März, kommen die Inflationsdaten aus dem Februar und da könnte die Inflation aufgrund des Basiseffekts Vorjahresmonatsvergleich könnte durchaus auf 8% gestiegen sein. Eine Woche später könnte es dann sein, dass die Fed die Zinsen anhebt, entweder um 0,25 oder um 0,5%. Und das könnte bedeuten, dass wenn die Fed vorher, nämlich vor der ersten Zinsanhebung, dann wahrscheinlich am 16. März oder spätestens am 16. März nicht ihr Quantitative Easing betreibt, dann würde sie gleich, also aufhört mit dem Quantitative Easing, dann würde sie gleichzeitig sozusagen Geld in die Märkte pumpen und durch Zinsanhebungen die Geldpolitik straffen. Also gleichzeitig die Geldpolitik weiter laxer machen und auf der anderen Seite gleichzeitig mit Zinsanhebungen die Geldpolitik straffen. Eine völlige Idiotie. Hier sehen wir eine kritische Beobachterin dieser Politik. Vielleicht kennen Sie die. How dare you? Wie könnt ihr es wagen? Wir haben 40-Jahres-Hoch bei der Inflation, aber das ist natürlich jetzt eine echt unschöne Lage, die Mohamed El-Erian wunderbar zusammenfasst. Die Fed hat natürlich ziemlich viel Glaubwürdigkeit verloren durch ihre total falsche Einschätzung zur Inflation und für eine Notenbank ist Glaubwürdigkeit so ziemlich alles. Verliert sie die Glaubwürdigkeit, verliert sie jede Kontrolle über die Märkte. Und dann wird ihr Produkt, nämlich ihr Gelddrucken, nicht mehr geglaubt und das ist eine hochriskante Situation. Jetzt hat sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie lässt so dieses Laissez-faire weiter bisher laufen. Bisher sind es ja nur Verbalankündigungen, noch keine echten Taten. Oder sie agiert wirklich stark gegen die Inflation. Damit würde sie dann aber wahrscheinlich die Wirtschaft abwürgen. Also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und dementsprechend ist Jerome Powell, wie wir hier unten in diesem Bild sehen, schon in psychologischer Behandlung, denn die Sache ist schwierig. Jetzt gibt es ja ein paar Bullen da draußen, vor allem bei den Wall Street Banken. Da haben wir einerseits JP Morgan, die uns immer wieder sagen, beiße Dippe, beiße Dippe, beiße Dippe und jedes Mal kriegt man eine schöne Zwischenrallye, eine Bärenmarkt-Rallye und dann gibt es wieder auf die Nase und dann kommt wieder Marco Kolanovic und sagt, ja, aber kaufst du den Dip bitte schön und Goldman Sachs ist auch in diesem Camp eigentlich, aber jetzt hat man seine Kurszielprognose für den S&P 500 von 5.100 auf 4.900 gesenkt und hat gesagt, ja, also wenn jetzt die Wirtschaft doch in eine Rezession abgleitet, da könnte es unschön werden, dann könnte der S&P sogar auf 3.600 Punkte fallen. Hier sehen wir das, oder im unteren Chart sehen wir, dass die 10-jährige Anleiherendite ja deutlich weiter steigt und normalerweise ist diese Korrelation ziemlich eindeutig, haben wir eben einen relativen Gleichlauf mit den Renditen. Je höher also die Rendite, umso größer natürlich eine Alternative im Anleihemarkt für die Aktienmärkte. Also schon wieder das Prinzip Tina, das dadurch in Frage gestellt wird. Jetzt ist natürlich auf der einen Seite scheinen viele Angst zu haben, das werden wir gleich sehen. Auf der anderen Seite fließt so viel Geld wieder in die Märkte wie kaum zuvor. Wir haben jetzt in der letzten Woche etwa die viertgrößten Weekly Inflows gehabt in Global Equities, in globale Aktienmärkte. Viertgrößte ever in der letzten Woche, 46,6 Milliarden Dollar sind da reingeflossen. Und wir hatten ja im Jahr 2021, also im letzten Jahr, Zuflüsse in die Aktienmärkte, die größer waren als in den 25 Jahren davor gesamt. Jetzt aber, seit Jahresbeginn, ist sogar 45% mehr Geld in die Aktienmärkte geflossen als in dem absoluten Rekordjahr 2021. Also, alle kaufen, alle wollen dabei sein, alle glauben, das ist ein Dip, das ist eine super Geschichte. Am Donnerstag, letzten Donnerstag, als James Ballard vor allem und die hohen CPI-Daten die Märkte unter Druck brachten, da hatten die Privatinvestoren aus den USA so viel gekauft an Aktien wie never ever before. Und die andere Seite der Medaille ist, dass die Stimmung relativ mies ist. Wir sehen, dass nur 24,4% Bullen hier am Start sind, 40% AA. II-Umfrage, also Privatinvestoren, 40% sind neutral, 35,5% bearish und Fear and Greed Index bei 33.
Auch das signalisiert eher Furcht. Also, auf der einen Seite erzählen uns die Investoren oft, oh, ich bin skeptisch, ich bin negativ. Aber was sie tun, ist etwas anderes. Sie kaufen Aktien. Und da sagt Goldman Sachs, naja, das ist doch ein unterstützendes Element. Stimmt. Auf der anderen Seite aber heißt das, dass die all-in investierten Anleger eben auch vulnerabler sind für das, was dann nach unten kommen kann. Und es zeigt auf der anderen Seite, dass trotz dieser Zuflüsse in die Aktienmärkte eben es nicht geschafft wurde, dadurch die Märkte nach oben zu hieven. Das ist doch ein vielleicht nicht unwichtiger Punkt. Und schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen die interne Struktur der Märkte an, sehen wir hier oben Advanced Decline-Linie. Also Verhältnis zwischen den Aktien, die steigen, und den Aktien, die fallen. Da sehen wir, da haben wir schon auf sehr niedrigem Niveau ein Doppeltop gemacht und drehen jetzt nach unten weg. Das heißt, nach wie vor haben wir ein sehr ungünstiges Verhältnis. Es fallen deutlich mehr Aktien als steigen. Während wir in diesem unteren Teil der oberen Grafik hier die New York Stock Exchange sehen, also alle Aktien, die dort gelistet sind als Indexchart sozusagen. Und wir sehen, wie wenig da bisher nach unten gegangen ist. Das heißt, unter der Oberfläche scheint die Lage für viele Aktien sehr desaströs zu sein, während der Index selbst das noch gar nicht widerspiegelt. Wir sehen hier unten etwa den Triple Q, das maßgebliche ETF auf den Nasdaq, hier mit dieser Bewegung nach oben, dann Gap nach unten, dann Stabilisierung, wieder Gap nach oben und dann am Freitag diese rote Kerze, übrigens wieder einmal unter sehr, sehr großen Volumen. Wir haben am Freitag richtig Saft gesehen. Wir haben bei der Aufwärtsbewegung wenig Saft gesehen. Die war mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um es ein bisschen polemisch zu formulieren, während der Abverkauf dann immer ziemlich saftig funktioniert. Wir sehen unten, und das ist vielleicht ein Plus für die Bullen, dass wir natürlich im kurzen Zeitfenster jetzt schon ziemlich überverkauft sind, ein RSI, der jetzt doch schon deutlich unter der 30er-Marke ist. Das ist eine Chance auf eine technische Gegenerholung. Wenn wir übergeordnet aber etwa mal den SPY anschauen, maßgebliches ETF auf den S&P 500, hier sehen wir den Volumenanstieg, hier sehen wir auch schön, sind hier diese dunkelgrauen Balken, dass bei der Aufwärtsbewegung das Volumen immer geringer wurde und kaum geht es bergab, zack geht es wieder mit dem Volumen nach oben. Der Spider hat sein 61,8er Fibonacci Retracement nicht überwinden können. Jetzt haben wir die 200-Tages-Linie gebrochen. Und das sieht so ein bisschen danach aus, dass wir wahrscheinlich die Lows aus dem Januar, die Tiefs aus dem Januar nochmal sehen werden. Hier sagt Lance Roberts, das ist kein gutes Zeichen hier mit dem Bruch der 200-Tages-Linie. Auch der Money Flow Indicator starting to turn negative. Downside risk has increased. Reflexive rallies should be used to rebalance risk and hedge for now. Also der gute Lance, der nach allen Seiten immer offen ist, der nicht festgelegt ist auf eine bullische oder bärische Seite, kann auch nicht, weil er Vermögensverwalter ist und dementsprechend agieren muss. Der sagt, also wir nutzen dann Rallies praktisch zum Abbau von unseren Long-Positionen. Diese Rallies sind jederzeit möglich, weil wir überverkauft sind auf der anderen Seite. Und weil vielleicht noch ein anderes Thema eine Rolle spielt, dazu gleich mehr. Jedenfalls haben wir heute interessante Aussagen von James Ballard, 14:30, jener Ballard, der am Donnerstag die Märkte so geschüttelt hat mit seinen Aussagen, dann ein bisschen Schimpfe bekommen hat dafür. Und heute wird er 14:30 bei CNBC auftreten. Das wird wichtig. Wahrscheinlich, wenn jetzt Russland einmarschieren würde in die Ukraine, dann würde der sich wahrscheinlich für eine 100 Basispunkte Zinssenkung einsetzen, schon morgen. Aber das ist natürlich Polemik. Und am 17.15 Uhr Madame Lagarde, die so glorreich sich hat schlagen können bei ihrer Pressekonferenz, sodass der Spott und der Hohn nach wie vor viel über sie ausgeschüttet wird, und das leider nicht ganz zu Unrecht. Jetzt kommen wir zu dieser anderen Thematik, die am Freitag für den Abverkauf der Märkte gesorgt hat, nämlich die Aussagen der USA, die permanent wiederholt werden. Also morgen ist schon wahrscheinlich, dass der Krieg beginnt. Also permanent dieser Alarmismus der Amerikaner. Man zieht Botschaftspersonal ab, man sagt den Landsleuten, die in der Ukraine sind, reist aus, sonst können wir für nichts mehr garantieren. Also ein permanenter Alarmismus, der hier
praktisch gemacht wird. Jetzt hat Zelensky, der ukrainische Präsident, gesagt, also er sieht diese Eskalation gar nicht und hat Biden eingeladen nach Kiew. Es soll doch mal vorbeikommen. Also das ist, und Zelensky verlangt auch Beweise von den USA. Ja, wo ist denn hier der Beweis für die Eskalation? Und möglicherweise verfolgen die Amerikaner hier eine Strategie, die vielleicht auch Sinn macht. Denn überlegen wir uns 2014, als Putin damals, als die Russen damals die Ukraine besetzten, da waren die Amis, war der Westen komplett überrascht von dieser Aktion. Warum? Weil man sich nicht in die Interessenslage der Russen versetzt hatte, weil man nicht gecheckt hat, dass natürlich für die Russen der Verlust der Seeflotte in Sewastopol auf der Krim natürlich ein extrem negatives Ereignis gewesen wäre, strategische Schwächung sondergleichen. Das konnte und wollte man nicht tolerieren, also musste man etwas machen. Das hat den Westen überrascht, wie gesagt, weil man sich dort in die russischen Interessensausgangspositionen nicht versetzt. Und jetzt versucht man sozusagen seitens der Geheimdienste permanent irgendwelche Informationen an die Öffentlichkeit zu spielen, um damit den Russen zu signalisieren, egal was ihr macht, wir sind nicht überrascht, wir rechnen mit allem. Man versucht also sozusagen durch diesen Alarmismus die Russen von irgendwelchen Aktionen abzuhalten, so ein Bericht auf CNN. Das ist nach meiner Auffassung wirklich eine Lehre, die die Amerikaner gezogen haben aus der Politik aus dem Jahr 2014, als man völlig unvermutet da vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Aber das bedeutet auch, dass die einzigen, die wirklich hier Alarmismus machen, die Amerikaner sind. Weder die Russen noch die Ukrainer sagen, die Dinge eskalieren. Also da sollte man schon mal drauf achten. Jetzt hat zum Beispiel der Geheimdienst aus den USA gesagt, ja, am Mittwoch könnte es losgehen, am Dienstag ist unser Scholzomat in Moskau, also dass die warten wahrscheinlich, bis der entspannt abgereist ist, um dann sofort loszufeuern. Ne? Die ist wahrscheinlich, gehen wir in die Rücksicht auf Olaf Scholz, also da ist keine Bombardierung, wenn er noch in Moskau ist, dann will man ihm das nicht antun. Ja, hier sehen wir, dass die Märkte natürlich negativ reagiert haben, Nasdaq am stärksten und vor allem der Anstieg des Ölpreises ist ein Problem. Wir sind jetzt knapp unter 100 Dollar. Das verstärkt natürlich die Inflation, bringt die Fed dann noch weiter unter Druck. Aber ich glaube nicht, dass diese Kriegsgefahr so real ist, wie sie uns derzeit displayed wird gewissermaßen. Ich hatte kürzlich einen Artikel geschrieben, Russland, worum geht es Putin wirklich, über Phantomschmerzen. Und ich glaube, dass Russland, dass Putin eigentlich jetzt schon aufgrund seiner Interessenslage eine optimale Situation vorfinden kann, kein Interesse haben kann, wirklich an einer kriegerischen Eskalation, die für ihn sehr, sehr riskant wäre. Das ist ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinken werde, ebenso wie einen Artikel zum Goldpreis meines Kollegen Hannes Zipfel. Goldpreis reagiert auf Kriegsgerüchte, Vorsicht ist geboten. Hannes Zipfel argumentiert auch, also er hält diesen Angriff für sehr unwahrscheinlich, vor allem im Umfeld der Olympiade jetzt oder der Olympischen Spiele, genauer gesagt in Peking. Hier unten sehen wir, dass der Goldpreis in Relation zum S&P durchaus sein Zwei-Jahres-Tief oder seine Abwärtstrendlinie gebrochen hat, positiv eigentlich. Und abschließend dann, meine Damen und Herren, nochmal ein Hinweis aus dem Freitag auf ein großartiges Buch, Europas erster Wertpapierkollaps 1521, als Luther im Prinzip die erste Wertpapierblase, nämlich die Ablassbriefe der katholischen Kirche, zum Einsturz brachte. Hochinteressant und sehr lehrreich auch für die heutige Zeit. Werde ich Ihnen nochmal, wenn Sie das Buch interessiert, auch verlinken. Ich habe also drei Links dabei. Einmal den Artikel über Putin, einmal den Artikel über den Goldpreis und die Implikationen und drittens hier den Wertpapierkollaps von Gerd Habenicht. Absolut empfehlenswertes Buch. Und ich verabschiede mich jetzt und wünsche erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.